Moin Leute, was geht und willkommen zu einer weiteren Folge Daisy Standalone mit den Showbox Sims. Cola. Moin. Und zwar glaubt gerade gar nicht schlau hier umgesprintet, ungeduckt, ihr wisst schon zu rennen. Hello. Ja, ich habe einen Baseballschläger. Nee, was ist denn das? Warte mal. Was ist denn das? Wurde der Loot aktualisiert? Schon wieder so ein. Ihr könnt mal bitte in die Kommentare schreiben. Bitte, bitte. Was dieses komische Electric-Dingens ist. Es liegt hier überall rum. Ey, kann das sein, dass in der kurzen Zeit schon wieder das Loot aktualisiert, das Loot aktualisiert wurde? Ich weiß nicht, wir machen jetzt nämlich immer eine Session immer noch. Immer wieder, immer. Ja, genau, wir haben uns überlegt, ja, ein bisschen Session spielen und so. Ich eat hier mal eben die Paprika. Was ist das? Eine. Ich bin hier gerade in so einem Fabrikgebäude. Ich finde Haufen Munition, das ist kein Witz. Kein Witz? Nee. So, haben wir noch ein Tun-Dingens? Weißt du, was mich am meisten ärgert? Was? Ich habe mit meiner geladenen Waffe nicht einen einzigen Schuss abgefeuert. Aber? Nichts aber. Tatsache. Und weil. Dann ach so, und jetzt ist er weg. Ja, genau. Ich habe mit einer geladenen Waffe nicht einen einzigen Schuss abgefeuert. Wenn Leute, ich jetzt eine geladene Waffe finde. Alter, ich wäre fast runtergefallen. Ihr könnt übrigens mal bitte nur für den Notfall in die Kommentare schreiben, was wir machen sollen, wenn wir halt, hallo, ich möchte hoch, wenn wir halt uns die Beine brechen. Hast du auch einen Electric Kettle Prod gefunden? Ja, ich hab die alle wieder weggelegt. Ich glaube, bei mir liegt jetzt auch einer. So ein neues Item? Ich hatte, ja, Motto, eben, ich hatte so mal zwei. Motto der Entwickler, ja, neues Item, lass gleich überall neu einfügen. Ja, und so überall, Spawnrate. Komplett überpowered. Ja, ja. Und dann so. Okay, da ist ein Zombie. Ja, die Textur auf dem Dach kann man sich geben. Geil. Muss man aber nicht. Ey. Ja. Ich bin auf dem Dach. Laber nicht, Alter, ich war auch vor uns auf dem Dach. Ich bin ja so im Industriegebäude gewesen. Oder wenn ich jetzt hier runterfalle, ich schlag alles zusammen. Bitte nicht backen, danke. Ja. So ein Standard Daisy, sonst wie 3 Meter plötzlich zur Seite. Patch. Oh ja. Okay, Leute, in dem Haus war jetzt nicht so viel drin. Ich habe ja auch noch so Sägen, aber was soll ich damit? Hast du dir eigentlich schon überlegt, wie viel WinRAR und 7-Zip und die ganzen Entpackungsprogramme ein Geld einnehmen würden? Wenn man bei denen das Programm kaufen müsste, so für 1 Euro oder so. Oh ja, das ist ja auch generell so bei allem. Was billig, was kostenlos ist, wird ja viel verwendet und das wird dann halt. Ja, und man, das wird überall gebraucht, weil. Warum fügt man in einem Survival-Spiel ein Sprühpaint-Dingens, so Sprühflasche ein? Ja, hast du auch schon, benutzt, Anni, du hast ja kein Gerät, ja, oder? Brauchst du? Du hast ja nicht da Gerät zum Einfügen. Was willst du? Ja, du hast ja kein Gerät zum Einfügen. Also, Gerät, Bojo. Was heißt denn zum Einfügen? Ach, komm mal, das ist mal. Ist mal, Junge. Okay. Wir sind jetzt hier mal ein bisschen am. Ach, ich bräuchte meine Schaufel, ne? Ich hab eine Kopflampe gefunden. Wie geil ist das denn? Warum kann ich meine Schaufel jetzt nicht auspacken? Was soll ich nur tun, Leute, ohne meine Schaufel? Ich kann gleich nochmal was in die Kommentare schreiben. Wie kann ich meine Kopflampe aktivieren? Mit F? Nee. Ey, das ist nicht euer Ernst jetzt. Ich habe vorhin Handschellen gefunden, hier finde ich Handschellen Schlüssel. Damit könnte man übelst so einen Spieler dissen, in dem. Nein. Mein Showbox hat ja eine Kette an Gefühlsüberlastungen. Ich hab was gefunden, das ist so mies, weil du es nicht hast. Oh nein! Eine Waffe, eine Axt, keine Ahnung. Ich habe einen Rucksack gefunden. Ja und? Was ist daran mies? Du hast letztes Mal auch zuerst gefunden. Ja, aber gut, dafür hast du ein First Aid Kit, ne? Ja, das ist besser. Naja, irgendwie schon, ne? Ein bisschen so. So, da vorne ist ein Zombie. Ich werde ihn aber ein bisschen zu mir ranlaufen lassen. Und dann rennen wir an ihm vorbei. Du wirst gegen ihn etwa kämpfen? Nein, ich habe nur eine Schaufel, deswegen kämpfe ich nicht gegen ihn. Hey, du hast gesagt, du lockst ihn ran. Genau, und dann renne ich an ihm vorbei. Ach so. Ich laufe jetzt noch geduckt, bis er mich spottet und dann dich auf und bam. Ich wäre voll geil, wenn irgendwie so ein Ton kommen würde. Zombie spotted.
Ich weiß, ich kann mit den Num-Tasten mich auch umdrehen, allerdings ist die Seite für die andere Drehung meine TS-Mute-Taste. Deswegen kann ich mich ja nicht drehen. Ja, der Zombie buggt rum, der spottet mich nicht, auch wenn ich genau an ihm vorbeilaufe. Sehr gut. Sehr geil. So, jetzt sage ich das so und dann kommt er so plötzlich von hinten. Gibt einen Critical Hit und ich bin tot. So Leute, ich würde sagen, wir gönnen uns mal, wenn wir jetzt hier so lang laufen, entducken wir uns mal und dann sprinten wir mal schön gediegen da vorne hin, wo bestimmt 5 Milliarden Zombies sind und wir wieder verrecken und dann wieder mit nichts spawnen. Aber apropos, da sind zwei Zombies. Walking Dead von da sind zwei Zombies. Letzter Folge. Ich bin noch schneller als die Zombies, oder? Ja, chill. Ist eigentlich auch voll geile Serie, oder? So The Walking Dead, so. Okay, manchmal zwei Zombies verfolgen mich jetzt. Bisschen zu Leute, die sind übelst schnell. Oh, scheiße. Nicht so schnell, Cola. Nö, ich guck gerade nach hinten, die sind genauso hinter mir. Rennen genauso schnell wie ich. Mann. Vielleicht muss ich eher in komischem Gebiet rennen. Vielleicht stolpern die da. Bei der einen hat es schon mal ein bisschen aufgehört. Die haben die so viel Ausdauer. Kann das sein? Der eine ist ein bisschen zurückgefallen. Ey, ohne Witz, Cola, ich hab schon wieder Pfeile gefunden. Pfeile? Ja, Pfeile. Brauchst du noch einen Bogen? Jetzt kannst du nicht mehr, hä? Wird's blöd. Ach, scheiße, ist aber jetzt nicht so gut, wenn ich hier mit zwei Zirms im Gepäck in die nächste Stadt einmarschiere. Könnte von der Situation her besser aussehen. Da gäb ich dir recht. Der eine hat mich wieder verloren. Ne, der rennt mir immer noch hinterher. Der folgt bestimmt nur noch dem zweiten Zombie. Ja. Ne, jetzt stehen beide. Jetzt stehen beide. Ja, nee, okay, lol, jetzt rennen sie wieder. Jetzt zieht sie. Jetzt drückt sie aufs Gras. Sie gönnt sich. Ja, ist eine sie. Nein. Ich denke, das ist wirklich so, dass sie Ausdauer haben. Und dann, die sind nämlich gerade stehen geblieben und jetzt rennen sie wieder, wie sonst was. Das wäre ja auch realistisch, weil so ein Zombie kann ja auch nicht unendlich schnell sein. Aber ich schon, oder wie? Nee. Ich hab nämlich keine Ausdauer. Nur der Zombie. Du dehydrierst dann dafür irgendwann mal. Ach, ich bin nicht mehr cold, weil ich jetzt die ganze Zeit sprinte, oder was? Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Naja, du wirst so warm. Das macht wirklich Sinn, ja. Dafür müssen wir aber danach umso schneller auskühlen. Das ist Daisy, keine real-life biologische Zellentransplantationssimulation. Also entweder das blitzt neben mir gerade. Oh, die Schatten. Also nicht im echt, sondern, also nicht in real, ja. Nicht im Game, sondern in echt. Oder ich bin... dumm. Ja, das trifft glaube ich dazu. Ja, cool, du kannst es vielleicht am ehesten bezeugen. Oh, scheiße. Mach die Tür zu. Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich gerade gegen ein Mikrofon gekommen. Hat man es gehört? Nein, ach. Ach, cool. Ich dachte nämlich, weil ich ja voll stirnt, so. Okay, Leute. Hier ist mal wieder gehörterweise nichts drin. Und wenn jetzt noch einmal ein Zombie durch die Wand backt, rufe ich bei Dean Hall persönlich an, ja? Ich habe seine Handynummer, ja. Bei Dean Hall, Junge. Er ruft bei Dean Hall an, Alter. Ja. Leute, privat. Haltet euch fest. Der ist jetzt auch rausgestiegen aus der See, ne? Ist er? Ja. Nein. Der überlässt das den anderen. Du laberst scheiße. Nee. Laberst scheiße? Ja, du laberst scheiße. Dann ist es halt ein Gerücht, was ich jetzt hiermit verbreite. Was ist ein Zooming-Kid? Zombie! Er hat sich durch die Wand gebackt! Oh nein! Ja, ich werde sterben. Nein, Cola! Na, ja, zum zweiten Mal getroffen. Gönn dir, Zombie. Gönn dir, ja. Jetzt rennt sie durch die Wand wieder raus. Genau, so macht man das. Komm, wie viel verträgt denn die noch? Oh ja, genau, ich bin weg und die trifft mich. Ja. Geh raus aus dem Haus, wenn du... Nein. Da kommt noch mehr. Wie viel braucht denn die noch? Wie viel braucht denn die noch? Ich treff sie nicht mehr. Ja, sie ist tot. Oh. Bleeding. Bandagier dich jetzt erstmal, Alter. Oh Leute, ich möchte das nicht mehr. Ich kann das auch nicht mehr. Ich muss das hier auch gar nicht machen. Oh scheiße, da ist ein Zombie. Mit einer Schaufel, weißt du, wie oft du da draufkloppen darfst? Ja, mit einer Axt darfst du zweimal draufkloppen. Okay, ich bin nicht mehr bleeding. Okay, jetzt darf ich mir endlich mal gemütlich angucken, was es hier ist. Danke. Ey, wenn es jetzt noch einer durchpackt, bin ich so im Arsch. Es ist einfach ein Zombie hier gespawnt. Nice.
Weißt du, was ein Sewing Kit ist? Ich habe gerade keine Ahnung, wie man das in Englisch ausspricht. A Pocket Size Universal Sewing Kit comes handy for patching various clothes. Ach, das ist ein Nähkit. Das ist natürlich jetzt gut, da kann ich meine Sachen kurz reparieren. Ah, das ist, Hä, ah. kannst du es echt? Patch Queen Hoodie. Ja. LOL? Findet. Wie unfair, du findest voll gute Sachen. Nein, ich kann. Queen Hoodie is ruined and cannot be mended with. Hä? Der ist komplett kaputt und deswegen kann ich nicht reparieren. Dein Ernst? Ach, das kommt jetzt kaputt, Löffel. Okay, die habe ich jetzt repariert. Hey, die werden aber nicht besser. Ach, Steven geht es jetzt. Oh. Geil, Zombie. Leute, hier steht badly damaged und nicht ruiniert. Aber okay. Ist okay, Daisy. Jo, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst Hat doch bitte der? eine positive Bewertung da. Und dann Ja. werden wir in der nächsten Folge hier die Stadt weiter erkunden. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, Leute, haut rein, macht's gut.